Selbst wenn. Wir haben noch ein größeres Problem. Breakpoint. Wenn sie die Server von City 5 finden, sind Tracy und James verloren. Wir müssen es irgendwie zum Hauptquartier von Breakpoint schaffen. Die werden uns umbringen. Vielleicht können wir verhandeln. Offenbar können sie sich hochladen. Vielleicht können sie auch Leute runterladen. Und Tracy und James? Wir müssen sie am Flughafen lassen. Irgendwas fällt uns schon ein. Die Digitalität demütigt den Menschen. Sie entwertet den Humanismus. Oh Gott, was ist denn hier los? Das ist Krieg. Ausnahmezustand. Breakpoint macht ernst. Was machen wir jetzt? Hier draußen halten wir keine Stunde durch. Die alten U-Bahn-Schächte. Das schaffen wir nicht, Richard. Es ist unsere einzige Chance. Komm jetzt. Aber sie meinen nicht uns. Sie meinen sich selbst. Sie selbst wollen Götter sein. Um den Preis... Ein digitaler Faschismus hat Macht. Ist der tot? Oh Gott. Na los, komm! Mein Gott. Unsere Bombenkampagne beginnt. Die Menschheit steht auf. Wenn ihr Führung seid. Und jetzt? Wie finden wir diese Leute? Ich weiß nur, dass sie sich irgendwo in den U-Bahn-Tunneln verstecken. Die sind nicht gerade klein. Die Führer der digitalen Revolution träumen von der Singularität, dem endgültigen Sieg des Künstlichen über das Natürliche. Ein digitaler Faschismus hat Macht über unser Leben gewonnen. Wir träumen von einer neuen Menschheit. Eine Digitalität demütigt den Menschen. Sie entwertet den Humanismus, verleugnet die Realität. Sie vernichtet die Natur, auf die wir angewiesen sind. Cyborgisierung, wir werden nicht dulden, dass die Schulden sich im Gate inkompetitieren. Breakpoint. Hier müssen sie durchgekommen sein. Mist. Da komme ich nicht durch. Das lass meine Sorge sein. Das habe ich in Walters Notizen gesehen. Walter, du bist ein Genie. Also runter in die Kanalisation.
Also dann. Verdammt. Dieses Cloud-Call-Modul lässt sich nicht aktivieren. Was willst du denn jetzt von deinem Hausroboter? Er muss uns die Kryobehälter von James und Tracy bringen. Wir brauchen ihre Körper. Dein Bot soll dir also helfen? Er heißt Simon. Wie kommen wir darüber? Da ist das Zeichen wieder. Klimmt. Hast du Angst? Vorm Sterben, meinst du? Na klar habe ich Angst. Ich bin da, okay? Ich bin bei dir. Lass uns versuchen, es bis zu Breakpoint zu schaffen. Vielleicht können sie dir helfen. Hör auf damit. Ich bin froh, wenn sie dir helfen. Ich weiß nicht, ob ich mir das wünsche. Er ist gefährlich, verstehst du? James? Eine Super-KI, die sich rapide weiterentwickelt. Umso mehr braucht er den richtigen Vater. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Vielleicht kann der Bot uns helfen, Simon zu erreichen. Hey, kannst du mich hören? Laut und deutlich, Sir. Ich muss meinen Bot erreichen. Kannst du uns helfen? Ihr könnt mein System nutzen, um auf das Bot-Network zuzugreifen. Hier. Nehmt meine Transmitter. Platziert den einen hier im Raum, den anderen so nah wie möglich an der Oberfläche. Dann sollte das Signal zur Kontaktaufnahme ausreichen. Danke.
Da lang. Ich muss zuerst mit Simon sprechen. Platziert den einen hier im Raum, den anderen so nah wie möglich an der Oberfläche. Optimale Signalstärke. Position bei. Okay, hier ist die ID von meinem Base 5.
Kannst du eine Verbindung herstellen? Simon, ich bin's. Mr. Nolan? Sie verwenden eine illegale ID. Ich werde gesucht, Simon. Das weiß ich, Sir. Eine forensische Abteilung ist bereits hier gewesen und hat mein Gedächtnis ausgelesen. Natürlich. Es tut mir leid, aber ich konnte nichts dagegen unternehmen. Spielt keine Rolle. Du musst mir helfen, Simon. Jetzt sofort. Ich habe Tracy und James gefunden. Sie liegen in Kryoschlafbehältern am Mobility Port. Im Kryoschlaf? Dann haben sie sich als Kolonisten gemeldet? Sind Sie sicher, dass... Du musst sie uns herbringen. Kannst du das? Wohin bringen, Sir? Ich schicke dir Koordinaten. Es ist gegen das Gesetz. Das Gesetz ist falsch. Das ist ein gefährlicher Gedanke. Es ist ein menschlicher Gedanke. Man wird mich sofort aufhalten. Ich habe dir eine illegale ID geschickt. Ich muss darüber nachdenken, Sir. Simon, bitte! Versteh Tracy jetzt. Wer will schon einen Körper, der verfällt? Halt durch, Lydia. Wir finden eine Lösung für dich. Vom eigenen Mann betrogen werden mit einer Jüngeren. Hör auf damit. Ich würde auch einen Neuanfang machen, wenn ich könnte. Hör einfach auf, okay? Komm. Da hinten kommen wir nicht durch. Aber das ist die richtige Richtung. Ich lass mir was einfallen. Komm, wir müssen einen Lichtschalter finden.
Was machst du? Ich glaube, ich weiß, wie wir die Barrikade durchbrechen. Wahrscheinlich nicht. Halt dich fest. Wir sind zu schnell. Richard! Ich versuch's. Das lässt sich nicht...
Lydia! Hey. Bist du okay? Kannst du aufstehen? Ich glaube schon. Ich hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommen würde. Was meinst du? Dass Tracy mich so verraten könnte. Dass das alles so kaputt geht. Du hast Tracy doch auch verraten, oder nicht? Das ist nicht dasselbe. Natürlich ist es dasselbe. Du wolltest ein anderes Leben. Deins war dir nicht gut genug. Genauso war es bei ihr. Ach so. Aber bei dir ist das alles anders, oder? Du willst auch ein anderes Leben. Jeder will das. Du, ich, Tracy, die ganzen Leute, die sich nach City 5 hochladen lassen. Und was ist mit denen, die sich nicht hochladen lassen können? Die auch. Da ist das Zeichen wieder. Da, über dem Bahnwaggon. Eine Art Flaschenzug. Komm, suchen wir einen Weg dahin. Schaffst du das? Wir sollten uns aufteilen.
Komm schon. Lydia! Ich hab mich eingesperrt. Vielleicht kann ich helfen. Ich glaube, das schaffen wir nur gemeinsam.